Mein Name ist Norbert Schilf, bin erster Bürgermeister der Stadt Dortmund und ich freue mich heute hier bei dieser Traditionskirmes zu sein und sie auch eröffnen zu dürfen. Sind Sie auch selber ein großer Kirmes-Fan? Ach, na klar, natürlich bin ich ein Kirmes-Fan, der auch in NRW unterwegs ist, weil das gehört sich einfach so, wenn man Freude hat und auch Freude verbreiten will, na klar. Würden Sie auch selber Fahrgeschäfte hier fahren? Ja klar, natürlich fahre ich auch Fahrgeschäfte, allerdings gibt es auch so ein oder zwei, wo ich mich dann wirklich zurückhalte und die bewundere, die wirklich sich so weit in die Höhen wagen, das mache ich dann nicht. Das haben Sie ja eben zu mir gesagt, dass die Kirmes hier eine große Rolle spielt in Dortmund. Wenn man jetzt mal so ein Match machen würde zwischen Fußball, der ja hier sehr bekannt ist, und Kirmes und Karneval, was würde dann die Kirmes für eine Rolle spielen hier? Also ich würde mal sagen, Fußball ist natürlich in Dortmund die Nummer eins. Das ergibt sich einfach so, dank des BVB, aber trotzdem spielen auch viele andere Dinge eine große Rolle und Kirmes gehört echt mit dazu. Kirmes, Weihnachtsmärkte, Jahrmärkte, die beleben unsere Stadt und ohne die wäre die Stadt viel ärmer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Kirmessen, kommen Sie nach Dortmund, besuchen Sie die Dortmunder Osterkirmes. Sie werden es nicht bereuen, es macht ganz viel Spaß. Ich bin Eliana. Ich Victoria. Ja, und wir sind ja hier am Fridolino Kirmespark, so heißt das. Habt ihr hier so Favoriten? Ja, das. Der Gladiator. Gladiator. Also ihr wollt hoch hinaus. Wie sieht's aus mit Ausbildung und so? Ich mache eine Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte. Ich zu Make-up-Artistin. Viele ältere Menschen sagen ja immer die Jugend von heute, aber wie man sieht... Vorurteile. Dann euch noch viel Spaß, ne? Danke! Kommt gerne hier in Dortmund, Kirmes! Ja, ich bin der Justin Patrick, ich bin 17 Jahre alt, komme natürlich aus Dortmund, gebürtiger Dortmund-Fan und bin seit meiner Kindheit Kirmes-Fan. Was sind so deine Favoriten hier? Gladiator, Konga und Zombie, die Geisterbahn. Mit den Live-Erschreckern, weil die wechseln ja auch immer die Positionen und das finde ich schon echt klasse. Ja, ihr zwei seid ja auch richtige Kirmes-Freaks, oder? Ja. Ja. Habt ihr hier so Favoriten? Der Twister, die Geisterbahn und der Konga. Ja, mein Name ist Oliver Mönkedick. Ich komme hier ursprünglich aus Dortmund. Ich mache ja auch eine eigene Facebook-Seite, die Kirmes-Counter, und da mache ich auch Fotos. Also quasi das Ähnliche, wie ihr jetzt auf YouTube macht. Ja, ja, sehr, sehr cool. Und ich denke mal, wir sind alle eine große Familie. Haben alle dasselbe Interesse, oder? Genau. Da gibt es jetzt keiner, der, wo ich jetzt sage, so, der ist jetzt am besten und so. Also jeder hat da speziell, wo er mit raussticht, seine Videos. Also ist jeder gleich. Also ich bin da jetzt nicht fest von einem der Fan, sondern jeder macht da das Beste. Ja, ich bin der Sascha, ich komme aus Aalen. Bin auch ein sehr, sehr großer Kirmes-Fan und freue mich natürlich immer auf Aalen. Bin natürlich auch auf zahlreichen anderen Volksfestplätzen. Ja, die Osterkirmes, die finde ich sehr schön von Dortmund. Für mich ist der Autoscooter der Favorit, Rudi Isken. Und natürlich auch Müller Volkland Entertainer. Den finde ich sehr gut, den finde ich schön. Ja, und jetzt haben wir hier den Patrick, Veranstalter von Fridolino und bekannt auch durch mein letztes Video. Da haben wir ja hier eine tolle Runde zusammen gedreht und jetzt ist es soweit. Die Sonne lacht. Wir hoffen, dass wir nicht allzu viel angesagten Regen hier haben. Aber wie gesagt, noch lacht die Sonne. Und hier gibt es ja auch sehr, sehr viele überdachte Fahrgeschäfte, wie zum Beispiel den Musikexpress oder die Geisterbahn. Die zwei Scooter, die es hier gibt und unzählige weitere Geschäfte. Ja, wir haben ja im letzten Video schon viel gezeigt und wir als Schauspielerverein Rote Erde freuen uns natürlich darauf, dass ihr uns alle hier besucht. Und der Markus hat es gerade schon gesagt, es gibt viele überdachte Plätze. Wir haben großen Biergarten mit Zelten und Schirmen. Dazu Autoscooter, Musikexpress, Geisterbahn, großes Laufgeschäft, das Aquavelis. Auch bei schlechtem Wetter muss sich hier keiner Sorgen machen. Und einen kleinen Schauer kann man immer mal dadurch überstehen, dass man sich irgendwo unterstellt. Also es gibt keine Ausreden. Von heute bis zum 7. April findet uns hier auf der Dortmunder Eberstraße, dem Fridolino Osterkirmespark, und wir freuen uns auf euch.
Moment, Moment, ich habe da noch was vergessen. Und zwar werde ich oft gefragt, warum ist denn da ein Eintritt von Euro? Das werden Sie uns jetzt mal erklären, oder? Ja, wir haben hier damals das Konzept des Kirmesparks beibehalten, was ja uns in Corona so ein bisschen zwangsweise auferlegt worden ist, damit wir überhaupt was tun konnten. Aber wir haben festgestellt, dass dieses Konzept hier bei uns gut ankommt, gerade weil wir zusätzliche Attraktionen bieten können mit den Thementagen, mit zusätzlichen Dekorationen. Und deswegen haben wir hier das Konzept beibehalten und die letzten beiden Jahre haben uns da auch recht gegeben. Wir haben wirklich einen größeren Besucherzuspruch gehabt als auch vor Corona. Und wir schauen einfach mal, dass es jetzt dieses Jahr fortsetzt und deswegen bleiben wir bei unserem Konzept. Ja, könnte ich mal bitte vorstellen? Ich bin der Andreas Hoster. So, jetzt sehen wir ja hinter Ihnen den Dschungel-Express, der ist ja auch von Ihnen. Und ja. Ihr habt ja noch ein ähnliches Geschäft. Das wird immer oft verwechselt, ne, oder? Ja, eigentlich, weil sie fast ähnlich, also sehr ähnlich aussehen und in der Familie auch beide ja betrieben werden und auch die Zugmaschinen und das Wagenmaterial fast ähnlich oder identisch ist. Ist hier Ihre Heimatstadt? Hier ist meine Heimatstadt. Hier ist ein Teil meiner Familie geboren. Meine Mutter kommt von Dortmund, mein Onkel kam von Dortmund. Ne, ein Teil meiner Familie kommt ja von Viersen und ein Teil meiner Familie von hier. Und als da mein Onkel verstorben ist, dann musste ja einer den Musikexpress weiter betreiben. Wo wird man in diesem Jahr den Dschungel-Express noch erleben können? Ja, Remscheid, Reit natürlich, Neuss-Fürth, sind so einige Dinger, Asbach im Westerwald und dann Hilchenbach, ne, Siegen-Wittgenstein da oben, Mudersbach. Mein Name ist Sascha Ellinghaus, ich bin der Leiter der katholischen Zirkus- und Schaustellerseelsorge bei der Deutschen Bischofskonferenz. Ich betreue Artisten und Schausteller auf der Kirmes aus dem Glauben heraus. Ich bin dafür da, dass mit die Sakramente der katholischen Kirche auch für die Schausteller ermöglicht werden, die Woche für Woche auf der Reise sind und halt mit ihren Geschäften unterwegs sind und so die Dienste einer normalen festen Fahrgemeinde nicht in Anspruch nehmen können aufgrund des ständigen Unterwegsseins. Die letzte Segnung hatten wir gerade noch in der vergangenen Woche auf der Palmkirmes in Recklinghausen. Da haben wir eine neue Verlosung segnen dürfen zum Start und haben auch die Sonntagsmesse zum Palmsonntag dort gefeiert. Jetzt geht es weiter am nächsten Sonntag Ostern in Köln und dann in Aachen, also ständig unterwegs, um auch den Glauben auf den Festen lebendig zu halten bei unseren Schaustellern und Schaustellerinnen. Ist das eigentlich richtig, dass Sie auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind? Das kommt ganz darauf an, welcher Anlass es ist. Wenn ich gebeten werde, für Schausteller in einer Kirche die Sakramente zu spenden, bin ich auch mit der Bahn gerne unterwegs, wenn sie denn pünktlich mich an den gewünschten Ort bringt. Wenn ich sonst mit dem ganzen Altar und Orgel auf die Kirmes komme, dann komme ich mit dem Kleinbus, weil ich ja das ganze Material mitbringen muss, was einfach zu schwer wäre, um es mit der Bahn zu transportieren. Darauf wollte ich hinaus, und zwar der Kirmesmarkt ist ja auch immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf Tour. Und Sie können da inzwischen da auch schon tolle Storys erzählen, oder? Ich schreibe ja bisweilen immer in hoffentlich amüsanter Weise von meinen Bahnreisen, die nicht geklappt haben. Es ist so eine Art psychologische Bewältigung, wenn ich mal wieder einen Anschluss nicht bekommen habe oder der Zug nicht gefahren ist, den ich gebucht hatte und ich dann ganz anders und auch zu einer ganz anderen Zeit ankomme, als es eigentlich geplant war. Und das hat sich in der letzten Zeit schon recht häufig ereignet. So, und wo geht's dann heute noch hin? Heute ist nur der Rundgang, heute sind noch viele Gespräche angesagt. Hier in Dortmund ist ja sozusagen meine Homebase, wo ich wirklich fast jeden der Schaustellerinnen und Schausteller kenne. Und ich freue mich, dass ich sie hier dann auch nach der Winterzeit, nach den Weihnachtsmärkten jetzt das erste Mal wieder sehe und auch sprechen kann. Da gibt es immer viel zu erzählen, von daher ist der Tag gut ausgefüllt und von hier geht es dann heute Abend nach Hause. Woher kommen Sie eigentlich? Also den Dienstsitz haben wir in Bonn, dort habe ich mein Büro und von da aus wird die gesamte Seelsorge eben koordiniert. Wie sind Sie dazu gekommen? In einer Zufallsbekanntschaft mit meinen Messdienern in der ersten Stelle bin ich in den Gelsenkirchener Weihnachtszirkus gegangen, habe dort die Familie kennengelernt und die hat dann irgendwann mal
gesagt, da ist ein Pastor, der kommt mit seinen Messdienern immer zu uns, der hat Interesse am Zirkus und hat dem damaligen Leiter der Schaustellerseelsorge meinen Namen weitervermittelt. Er hat mich angesprochen, hat mich gebeten, ihn zu unterstützen. Das habe ich dann und wann gemacht und bin so auch zu den Schaustellern gekommen und habe seitdem mehr und mehr übernommen als regionaler Seelsorger und durfte dann 2014 die landesweite Seelsorge im Schaustellerbereich und im Zirkusbereich übernehmen. So, jetzt haben Sie auch noch eine Facebook-Seite, wo die Interessierten mal nachschauen können, ne? Natürlich versuchen wir auch in den sozialen Medien präsent zu sein, ob auf Instagram oder auf Facebook. Dort zeigen wir, wo wir auf den Volksfesten und im Zirkus in ganz Deutschland unterwegs sind, wo wir die Gottesdienste feiern, wo die Sakramente bei den Schaustellern gespendet werden oder neue Geschäfte gesegnet werden, damit auch untereinander eine gute Vernetzung besteht. Ja, vielen Dank. Schön, Sie mal wieder zu sehen. Vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten Einweihung irgendwo. Immer wieder gerne. Ja, wir kennen es ja von der Karnevalskirmes hier. Ja, sicher. Und kommst du hier aus Dortmund? Nee, ich komme aus Gelsenkirchen tatsächlich, genau die Gegnerstadt, aber ich versuche mich hier einzubinden. Ich finde es sehr schön hier. Ja, hallo Freunde, mein Name ist Donny. Ich bin der Rekommandeur vom Breakdancer Schneider aus Dortmund. Wie bist du zu dem Job gekommen? Also ich bin von klein auf selber auf der Kirmes groß geworden. Mein Vater bzw. mein Großvater hat damit angefangen, Imbiss mit Döner zu verkaufen. Und so kommt man eigentlich ganz nah an die Schausteller dran. Und ja, so bin ich an den Job gekommen. Ja, das Besondere ist, ja, man sieht viel, man erlebt viel. Der Zusammenhalt von der Crew, zumindest bei uns so. Und es macht Spaß. Natürlich, jedes Jahr haben wir dieselben Plätze, aber es ist jedes Jahr aber auch was anderes. Was sind so die Highlights im Jahr? Unter anderem jetzt Fredolino. Ich mag sehr gerne Lippstadt. Ja, Lütgen, Dortmund. Also wir haben eigentlich, muss ich ehrlich sagen, sehr gute Plätze. Die sind eigentlich alle 1A. Sind alle meine Lieblinge. Kannst du uns was zum Breakdancer sagen? Ja, selbstverständlich. Also der Breakdancer Schneider ist einer der ersten, 1985 gebaut von Huss. Nummer 8 meine ich. Und Vorbesitzer war Rühl. 2001 rum hat der Michael Schneider den erworben. Und leider ist er uns verunglückt. Und daraufhin hat aber schon der Bruder das übernommen, der Randolf Schneider. Und seitdem ist das Breakdancer Schneider. Ja, ihr habt ja eine sehr schöne Rückwand. Das Thema ist sehr cool. Hier vorne sehen wir eine Cocktailbar. Ja, hier sind sie am Kartenspielen. Das sieht man ganz gut. Ein paar nette Damen. Hier fängt schon die Diskothek an. Ja, das sieht man. Und sieht man auch natürlich an der Disco-Kugel. Und verbreitet sich bis ins Floor da hinten. Ja, also wie gesagt, für mich ein geiles Thema. Sehr abwechslungsreich, finde ich. Ihr habt ja hier sehr coole Gondeln und du stehst hier vor so einer Mercedes-Gondel. Ist das so ein Gimmick? Ja, also man muss sagen, wir von Schneider, wir sind schon relativ oldschool. Wir haben noch die Gondeln von, ich glaube, die sind jetzt 20 Jahre alt oder so. Aber da gibt es auch demnächst eine sehr coole Überraschung, ja, in naher Zukunft. Aber ich möchte nicht so viel verraten jetzt. Die Leute sollen es dann sehen, ne? Ja, jetzt hast du mich heiß gemacht. Das glaube ich dir. Jetzt will ich es wissen. Lass dich überraschen. Ja, okay, probieren, gucken wir es ja mal. Dieses Jahr werden wir es auf jeden Fall noch erfahren, was auf euch zukommt. Und so ein Breakdancer punktet ja auch immer durch seine Lichteffekte und davon habt ihr ganz viel hier verbaut, ne? Ja, Schneider legt sehr viel Wert auf Lichteffekt und Show. Das ist sehr cool bei uns mit den ganzen vielen LEDs oder die Strahler. Auch unsere Moving Heads, die wir haben, sehr gut wirklich abends geile Show abliefern. Ne? Und die Nebelmaschine darf natürlich auch nicht fehlen. Ne? Ja, die Nebelmaschine, also was Nebelmaschine angeht, haben wir jetzt echt Pech gehabt, weil unsere ist kaputt gegangen, warum auch immer. Wir haben jetzt natürlich eine neue und die wird jetzt auch in Arbeit dran montiert hier gerade, sehe ich gerade hier. Jetzt mal zur Sicherheit. Und zwar, wie wird das Ganze verriegelt hier, wenn man einsteigt? Hier sieht man, wir haben quasi an beiden Seiten haben wir eine Sicherung. Ja? Hier und hier vorne. Quasi also doppelt gesichert, da passiert gar nichts.
Hier ist natürlich eine mega Oldschool-Gondel mit einer Kopfstütze auch noch, wie ihr seht. Voll und cool. Die hat natürlich nur auf der linken Seite eine Sicherung. Hier muss man hochschieben und dann den Riegel raus. Also das ist jetzt praktisch die Vorversion, ne? Das ist die Vorversion und ich kann mir sehr gut vorstellen, da das einer der ersten Gondeln ist, dass das früher halt so war, ne? Eine Seite und wie gesagt, der Rest hat an zwei Seiten. Moment, Moment, mir fällt da noch was auf und zwar in der Mitte gibt es ja auch noch so eine Art Drehteller. Drehteller, ne, oder? Genau, genau. Also wenn du mich fragst, das sind noch die geilsten Gondeln, die es überhaupt gibt am Breakdancer, aber hat ja so gut wie keiner mehr, ne? Das ist ja, weiß ich nicht, ist außer Zeit gekommen, ne? So, jetzt meine Frage, wo geht's denn diesen Jahr noch überall hin? Ja, jetzt ist erstmal Fridolino, unsere Osterkirmes hier. 16 Tage findet die statt und danach sind wir schon auf unserer Mai-Tour in Geseke, in Bünde, Dortmund-Huckade und Lünen. So, wir sind ja jetzt hier in eurer Steuerungszentrale und hinter dir ist ja jede Menge Technik verbaut. Was sehen wir denn hier? Ja, wir sehen hier zumal die Frequenzrichter. Ne? Wir haben hier zum Beispiel, das ist der für die Kreuze ist. Hier haben wir den für die Platte. Und hier haben wir die ganze Elektronik, jede Menge. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt sage, weiß ich ja nicht mal, jedes Einzelne, wofür das ist, keine Ahnung. Hier haben wir die Sicherungen für die ganzen Lichttechnik hier am Breakdancer. Ne? Das ist der Hauptmaschinenschalter. Hier ist die elektrische bzw. für Strom der Hauptschalter. Hier vorne führe ich jeden Morgen einen Drehzahltest aus. Das muss man immer machen, bevor man die Maschine hochfährt. Ja, und ja, eigentlich ansonsten. Wofür ist denn das gut mit dem Drehzahltest? Mit dem Drehzahltest ist ja, wie gesagt, die Maschine muss ja hochgefahren werden und die Drehzahl, was der Frequenzrichter von der Platte und dem Kreuz gibt, muss ja alles stimmen. Ja? Sobald da, der zeigt ja auch das Siemens-Gerät hier, der Computer zeigt dann uns Störungen an, wenn wir den hochfahren, dann können wir auch dementsprechend reagieren, bevor wir richtig loslegen. Ne? Dafür ist der Drehzahltest da. Hier ist ja noch so eine Voltanzeige, also so eine Spannungsanzeige. Ja. Und die ist einfach so zur Überwachung, was da jetzt gerade drauf ist. Oder? Richtig, genau, genau. So, hier sehen wir ja das Steuerpult. Jawohl. Ist das eigentlich das Original oder wurde das irgendwie nachgerüstet? Das ist das immer noch originale Huss-Steuerpult. Man sieht es aber auch, ne, hier. Aber ich finde das geil. Das muss so. Hier sehen wir, also früher waren die Lichter hier, das sieht man auch noch. Und von der Schaustellerservice Dröge auch noch, schau mal. Und jetzt haben wir aber die ganze Kontrolle über Lichtstrahler und so weiter hier auch mit drin. Sag mal, wie musst du das Geschäft steuern, dass du eine gute Fahrt hast? Ja, das ist eigentlich, Markus, das ist eigentlich ein Geheimrezept. Das ist eigentlich, jeder Rekommandeur fährt anders. Und das ist ein Geheimrezept, würde ich sagen. Also, was natürlich bekannt ist, die Platte immer aufdrehen und zurückdrehen. Ne? Aber da gibt es noch andere spezielle, schöne Tipps und die behalte ich für mich, Markus. Wenn du das nächste Mal vorbeischaust, dann wird deine heiße Überraschung bestimmt mal aufgedeckt. Alles klar, vielen Dank für das nette Interview. Vielen Dank. Du bist herzlich eingeladen, Markus. Alles war jetzt auf, weißt du, was ich dir sage? Arsch, 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 Ja, liebe Kirmes-Freunde, let's twist again. Wir sind hier beim Twister und das ist ein ganz besonderer, weil der Hersteller, der ist aus den Niederlanden, richtig? Ganz genau, lieber Markus. Das ist die Firma Airborne. Ich denke mal, die gibt es gar nicht mehr. Der Twister ist jetzt 57 Jahre alt. Und wenn ich richtig weiß, dann sind es, glaube ich, 7 Stück, die noch in Deutschland rumfahren. Ja, und das Ganze ist im Rock'n'Roll-Style, ne? Und sehr, sehr cooles Geschäft.
und ist ja ein richtiges Schätzchen, vor allen Dingen schon ein Oldtimer, kann man sagen, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, also der Kettenflieger von der Firma Hornig, das ist, glaube ich, das älteste Geschäft hier auf dem Kirmesgelände. Und ich glaube, danach kommt dann auch schon der Twister. Was hat der für ein Radius hier, der Twister? Also die Maße vom Geschäft, meinst du? Wir haben 16,50 auf 17,50 plus Kasse. Und die Ausleger, das müssten so 14,5 Meter ungefähr sein. Auf wie viel Transportern wird hier das Ganze verladen? Ja, wir haben drei Transporte. Wir haben den Mittelbau, einen Packwagen dabei und die Kasse, wo wir drin sitzen. Das ist auch nochmal ein extra Wagen. Wie lange braucht ihr denn hier für einen Aufbau und wie viele Personen werden da benötigt? Ja, wir sind meistens so mit 3 bis 4 Leute und da haben wir dann, ja, brauchst du so einen Tag zum Aufbauen, dann bist du fertig. Der Abbau bist so in 4 bis 5 Stunden, dann bist du wieder weg. So, das ist ja ein sehr, sehr beliebtes Karussell. Vor allen Dingen ist es so, dass er hier auch schon mal einen Preis gewonnen hat. Ich glaube hier bei diesem Popper-Park, ne? Ja, genau. Wir haben von dem Schalker Airlift-Verein haben wir, wurden wir als schönstes Fahrgeschäft in Fan Lumio ausgezeichnet. Und da waren wir auch sehr stolz drauf. Gibt es da qualitativ einen Unterschied zu den Fez-Twistern jetzt hier von eurem Geschäft? Ja, der Fez-Twister ist natürlich ein bisschen einfacher zum Auf- und Abbauen. Der ist auch schon etwas moderner. Und der ist einfach vom Material her auch ein bisschen leichter und schneller zum Auf- und Abbauen. Qualitätsunterschied ist da eigentlich nicht. Also der ist halt nur anders gemacht, ne? Also ist das ein richtig massives Geschäft, was ihr da habt? Auf jeden Fall, ja. Also sonst würde es ja nicht immer noch so perfekt hier in dem Zustand stehen und das nach 57 Jahren. Also wenn jemand bei euch anfängt, der braucht schon ein bisschen Muskelkraft. Ja, da hast du recht. Ganz so leicht sind die Teile nicht. Aber alles gut, alles im Rahmen. Liebe Freunde, DIN 13814, das ist so irgendwie so Laster, Leid oder Freude oder wie nennt man das? Ja, da hast du nicht ganz Unrecht mit. Also wir haben eine Menge Geld hier reingesteckt für die 13814 und im Grunde genommen dreht es sich genauso wie vorher. Aber so ist das eben. Und wir sind jetzt auch durch. Wir haben alles umgerüstet hier am Twister. Die Elektronik wurde gemacht. Es wurde eine andere Verriegelung nochmal dabei gebaut. Und hier genau, kannst du einmal auch mal das Fahrpult sehen. Aber wie gesagt, der Kirmes Markus da, ein Steuerpult von der Firma Miwok. Ja, ganz genau. Und das ist brandneu? Ja, seit letzter Saison. Ist jetzt in der zweiten Saison. Was ist jetzt der Unterschied zum anderen regulären Steuerpult? Ja, was ist der Unterschied? Also du hast natürlich jetzt alles nur noch mit den Knöpfen. Vorher hatten wir den Hebel, die Hydraulik ist per Luft hochgefahren oder die Ventile wurden per Luft gesteuert. Das ist alles nicht mehr. Es ist alles elektrisch jetzt und du brauchst halt wie bei jeder neuen Fahranlage beide Hände zum Starten. Das ist natürlich auch neu. Wir können mittlerweile bei der alten Steuerung hatten wir Gänge 1 bis 5. Du kannst jetzt kannst du regulieren die Geschwindigkeit, kannst die Fahrzeit einstellen, du kannst auch in der Automatik setzen, dass es halt ganz alleine hoch und runter fährt und das ist alles ein bisschen neu. Jetzt kriegen wir hier hohen Besuch, ja, ne? Oder? Besuch. Könnt ihr mal vorstellen. Ja, ich bin der Günther Wendler, Heinkens Schwiegervater. Also im Prinzip der Chef des Ganzen. Nein, die machen das alles schon selber. Ich habe mich hier ein bisschen zurückgezogen, ja. Aber schön, Sie mal wieder zu sehen. Wir haben es, glaube ich, das letzte Mal auf dem Pop-Up-Park hier gesehen, oder? Fan Lumio, ja, genau. Ja, und dann mal auf eine gute Kirmes, ne? Ja, ich denke mal, das wird ganz gut. Und heute ist natürlich ein bisschen wetterbedingt noch, aber wir hoffen mal, dass das sich in den nächsten Tagen ändert. Und das wird schon schief gehen. Ja, hallo, Kirmes Markus, mein Name ist Mario Steinbauer. Ich bin der Betreiber von der Geisterbahn Zombie. Wir sind hier zum ersten Mal in Dortmund auf der Osterkirmes und freuen uns riesig, dass es auch wieder losgeht, ne? Und dabei zu sein. Ja, und ich kenne den Laden ja schon ein bisschen länger und ich kann nur sagen, ihr habt da einiges dran verändert und neu gemacht. Ja, das stimmt. Wir lieben unsere Sache, wir sind Schausteller durch und durch, ne? Wir haben ja nicht nur die Geisterbahn Zombie, wir haben noch eine Pizzeria, da sind wir gleichzeitig mit auf dem Frühjahrsturm in Hamburg, ne? Pizza alla Hansi, das ist auch ein sehr schönes Geschäft. So, ihr macht jetzt auf. Können wir mal reingehen? Ja, wir können mal los. Ne, komm, folgt mir unauffällig, ne? Das ist hier die Auffahrt, die Spirale, ne? Hier geht's nach oben in der zweiten Etage, ne? Mit ein bisschen Speed geht's hier hoch, ne? Und dann fangen wir an.
Also nicht wie in der klassischen Geisterbahn, sondern langsame Fahrt, sondern hier gibt es auch Action. Ne? Hier gibt es Action. Gerade die Auffahrt hier ist mit Action schon verbunden. Was sehen wir hinter Ihnen hier? Das ist die Schalttafel, ne? Und die ist von der Firma Miwok. Richtig, von Dröge. Mhm. Ist das alles neu gemacht worden? Ja, alles auf 13/14 umgerüstet. Was ist jetzt der Unterschied zu vorher? Wir haben, wenn man hier nochmal zurückgeht, ist das nach der neuesten Vorschrift. Hier mit zwei Händen muss man abfahren. Man kann nicht mehr wie früher mit einer Hand machen. Mhm. Ne? Und da wir haben eine SPS-Überwachung mit drin, ne? Und ein Blocksystem. Ne? Das ist nach 13/14. Ne? Ja, dann gehen wir mal rein. Ja. Hab aber keine Angst. Nee, nee. So, dann lass uns mal hier rechts runter zu der Abfahrt von der ersten in der zweiten Etage. Und hier geht's richtig ab? Hier geht's richtig ab, ja. Und hier oben haben wir auch schon die erste Figur. Wir sind ja in der zweiten Etage, es sind noch zwei Figuren und das ist die dritte Figur. Und was haben Sie da für Hersteller für die Figuren? Das ist alles von der Firma Van Hippel aus Schwerin. Ah, die kenne ich. Ne, die haben die alle gemacht, die Figuren. Das Ganze wird mit Pneumatik gesteuert? Richtig. Die sind alle verbunden, ne? Ja. Mit so einem Kessel, da kommt Luft raus? Ja. Was ist, wenn das irgendwo unterbrochen wird? Geht dann keine Figur mehr, oder? Ja, wenn dann der Kessel irgendwann leer ist und der Kompressor pumpt nicht weiter, dann ist irgendwann mal Ende mit Bewegung. Ne? Fahren geht trotzdem. Ist das so eine Kettenreaktion, das heißt, dass alle Figuren miteinander verbunden sind? Oder ist das so, dass jeder einzeln angesteuert wird? Jede Figur wird einzeln elektrisch angesteuert mit den Auslösern. Ne? Aber von der Sache her mit Luft pneumatisch ist durch den Gesamtkessel. Ne? Ist eine Luftleitung hier in den Raum. So, hier geht's runter und ich habe gerade mitbekommen, hier geht's richtig ab, ne? Das ist wie bei so einer Achterbahn schon hier, ne? Ja, das ist eine Achterbahn. Voll cool. Halb Achterbahn, halb Geisterbahn. So, dann gehen wir mal weiter, es geht, ne? Weiter. Durch die Finsternis. Immer der Schiene folgen, mein Freund. Kann man hier eigentlich auch lang, wenn die Bahn fährt? Bitte? Kann man hier auch lang, wenn die Bahn fährt? Ja. Wie viel Platz ist da ungefähr? So, dass man noch gerade so durch kann. Also im Prinzip nur Fachpersonal, ne? Ja. Wir haben ja auch Live-Hack-Strecker, ne? Das ist unser Opa, ne? Der ist ganz ruhig. Der bewegt sich ja schon ein bisschen. Mhm. So, es geht weiter. Sollen wir mal gucken? Ihr habt ja noch eine tolle Figur. Hat die Namen? Nö. Hans Günther kannst du ihn nennen. Hans Günther, okay. Ja. Wie lange dauert das ungefähr, hier so die Bahn zu dekorieren, so beim Aufbau? Der Aufbau dauert hier ungefähr 2 bis 3 Tage und dann ist ein Tag noch anberaumt für Dekoration. Ne? Also so eine Geisterbahn macht richtig viel Arbeit. Ja, es ist kein Zuckerschlecken. Ne? Wenn die anderen fertig sind, sind sie immer noch dran. Ja, weil man ja Dekoration und alles machen tut. Ne? Wenn man ein Karussell aufbaut, das hat die Lichtleiste als Dekoration oder Lichtkörper als Dekoration, aber das wird ja mit aufgebaut. Und hier kommt die Dekoration nochmal oben als Plus da oben drauf. Ne? So, jetzt habe ich ja schon mehrere Geisterbahnen gesehen, zum Beispiel auch vom Herrn Fellerhoff und so weiter. Und der hat mal zu mir gesagt, eine Geisterbahn muss dunkel sein. Und ich kann nur sagen, Ihre Geisterbahn ist auch dunkel, denn hier ist alles mit Planen, mit schwarzem Plan zugehangen. Ja. Und man sieht hier wirklich nichts, obwohl es draußen hell ist. Der Aspekt von einer Geisterbahn ist ja, dass man erschreckt wird. Mhm. Und wenn es hell ist, kann man nicht erschreckt werden. Ne? Weil dann sieht man ja die Figur oder den Erschrecker schon. Ne? Also es muss schon dunkel sein. So, hier haben wir drei Gesellen. Und die machen richtig Rambazamba. Sehr cool. Und hier unten? Das ist die elektrische Steuerung, ne? Für den Lautsprecher und für den Auslöser. Da ist wieder der Auslöser für die Figuren, ne? Damit sie den Strom bekommen und dann sich bewegen, ne? Pneumatisch und elektronisch. Mussten sie eigentlich da viel rumtüfteln, dass das dann auch richtig ausgelöst hat an der richtigen Stelle? Ja, das haben wir ein paar Mal versucht, ne? Das hat bestimmt Stunden gedauert. Ja. Also hier ist diese Pneumatik, ne? Ja.
das diplomatisch, ne, den Druck einstellen und alles mit der Uhr, ne, fürs Wasser. Geht auch ab und zu mal was kaputt? Ja, sicher, das geht auch. Wo viele Bewegungen sind und viele Sachen, geht auch mal was kaputt, ne? Wie reagieren eigentlich die Leute? Ist das total unterschiedlich, dass manche sagen so, und manche sagen, boah, ich halte das nicht aus, das war jetzt so schlimm oder so? Es gibt ja viele Situationen, wo man selbst erschreckt wird oder was. Und es gibt auch viele, die halt eine Geisterbahn nicht so cool finden, weil sie zu lasch ist. Man kann das nicht auf dem Kirmesplatz so krass machen, eine Geisterbahn. Ne, man muss es ein bisschen klassisch schon lassen. Ne? Also ist das gar nicht so einfach, da das richtige Verhältnis zu finden, dass jeder zufrieden ist. Ne? Das ist schon schwer zu finden. Ne? Wir kommen auch gleich zu den Chesen. Aber jetzt haben wir hier noch eine super Figur. Und zwar ist das hier so eine Kiste und die macht wahrscheinlich richtig Radau, ne? Auch, ja. Der hat auch sehr viel Hunger. Und das ist jetzt hier ein Zombie? Das ist alles Zombies hier, ne? Ach so. Darum heißt ja unser Geist aber auch Zombie, ne? Ja, macht schon Sinn. Also hier ist richtig dunkel. Hat bestimmt auch was gedauert, ne? Hier alles so zuzuhängen, ne? Ja, das dauert eine gewisse Zeit, ne? Sind ja viele Plan, ne, die man immer aufhängen muss dann. Wie viele Meter Plan habt ihr so? Ah, das kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal bestimmt 80, 90 Meter bestimmt. Wie viel Platz nimmt das weg in euren Transporter? Das sind schon 5 Säcke voll. Boah, Wahnsinn. Ne, 5 große Säcke. Ne? Ja, gehen wir mal weiter. Ja. So, hier kommen wir zu der Ausfahrt. Ne? Hier ist ein Projektor, der dann was an der Wand schmeißt. Ne? Da steht dann auch noch Glück gehabt. Ne? Ja. Und hier sind dann auch die Live-Erschrecker. Diese Live-Erschrecker laufen in den ganzen Raum hier drin. Ach so, cool. Ne? Die laufen überall. Was ist das jetzt hier? Das ist zum Verladen. Weil Ach hier so. Werden die Chaisen verladen. Ja. Wenn wir abbauen. Und da kommt ein zweites Gestell auch für die zweite Etage Chaisen. Weil das Ding ist bis unter dem Dach hier voll. Wahnsinn. Das Ding hat auch 43 Hydraulikzylinder. Was habt ihr für eine Schienenlänge? 240 Meter Schiene. Das ist ja schon, kann man ja sich nicht beschweren. Ne? Nein. Das ist schon so eine halbe wilde Maus. Ja, und Sie sitzen ja jetzt in so einer coolen Achterbahn-Chaise. Ist das eigentlich ein Zug oder sind das Einzelwaggons? Nein, das sind immer zwei Wagen aneinander gekoppelt. Ne? Für 4 Personen ist das vorgesehen. 2 vorne, 2 hinten. Wie lange geht jetzt so eine Fahrt? 2 Minuten. Wo wollen Sie in diesem Jahr noch überall hin? Wir fahren von hier aus nach Braunschweig zu der Frühjahrsmesse. Dann fahren wir nach Minden zur Maimesse. Dann haben wir einen Sonntag frei und dann fahren wir nach Lüdenscheid. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, in Minden steht ja immer eine Geisterbahn. Damals war ich mal beim Harry Hansler und das ist schon, glaube ich, 11 Jahre her. Und das war, glaube ich, auch die erste Geisterbahn, wo ich zu Fuß durchgelaufen bin. In der Zwischenzeit habe ich schon viel gesehen. Jetzt sind Sie da. Ja. Voll cool. Damals stand übrigens auch die Teststrecke da. Die gibt es ja inzwischen auch nicht mehr in Deutschland. Nein. War auch eine coole Achterbahn mit 2 Loopings. Ne? Ja. So, jetzt sehen wir ja hier die Chaisen. Wer hat die hergestellt? Auch die Firma Barbizon. Das ist ein, mit der Antrieb ist ein, kann man hier von hinten sehen. Das ist ein Antrieb von einem Autoscooter. Also das ist jetzt von einem Autoscooter. Der Motor. Wahnsinn. Habe ich wieder was gelernt. Oder die Zuschauer natürlich auch. Ja. Ja, sehr cool. Und hier waren Sie noch nie? Nein, wir sind das erste Mal hier. Von wo kommen Sie jetzt? Wir kommen aus Leerhaus, aus Friesland. Oh, ist das nicht in der Nähe auch, wo der Herr vom Robotics herkommt? Genau, richtig. Mhm. Der Herr Lenzner heißt der, ne? Ja. Und wie ist das dann mit den Schaustellern? Gibt es da auch viele oder weniger? In Ostfriesland gibt es viele Schausteller, ja. Das ist eine größere Gemeinschaft, ja. Aber die sind dann mehr in ganz Deutschland unterwegs? Ja. In ganz Deutschland gibt es nur von Ostfriesland ein paar. Sonst sind sie alle da bei sich da ringsherum um Kirchturm, ne? So wie jede Region ihre Schausteller hat, ne? Was ist denn in Ostfriesland die größte Kirmes? Dieser Gallimarkt? Unser Lehr-Gallimarkt. Mhm. Das ist die Hauptveranstaltung da, ne? Ja, da müsste ich ja eigentlich auch mal hinkommen, ne? Ja, sehr gerne. Komm doch mal dieses Jahr vorbei.
Wir sind auch mit unserer Geisterband da. Ne? Ich lade dich recht herzlich ein dann. Ja, hallo Markus, ich bin der Thomas, ich bin 54 Jahre alt und vom Beruf Zombie-Live-Darsteller. Ja, und du machst das nicht zum ersten Mal, du warst schon in mehreren Geisterbahnen tätig. Ne? Ja, das ist richtig, Markus. Ich war im Panikrum, ich war im Old Shining House, ich war im Moviepark, im Geisterhaus und jetzt hier neu beim Zombie. Ja, und wie gesagt, du bist ja jetzt hier neu und was erwarten die Leute? Ja, die Leute warten hier Spannung, Spaß und Action auf einer Gondel, die durch die Bahn hier fährt und wird von uns Live-Erschrecker live und von mir persönlich erschreckt. Wie lange hast du jetzt für die Maske gebraucht? 30 Minuten habe ich dafür gebraucht. Ich habe auch verschiedene Masken, da brauche ich länger für. Dann bist du abends ganz schön kaputt auch. Ich denke mal, das ist auch schon ein bisschen stressig, oder? Ja, es ist sehr stressig. Weil sehr viel Anspannung dabei, man weiß nie, wie das Gegenüber reagiert. Aber ich habe Spaß und Herz dabei und genieße das richtig. So sind die Leute ja alle verschieden drauf. Manche sind super schreckhaft und manche da weniger. Wie gehst du da vor? Ja, ich gehe normal auf die Leute zu, mit Respekt und Humor. Und behandle mein Gegenüber mit Anstand. Dann sind die Leute auch gegenüber vernünftig. Ja, ich bin der Patrick Loritz. Ich bin 16 Jahre alt und ich bin hier am Spenggrill. Und auf einer guten Kirmes dürfen natürlich die kirmestypischen Spezialitäten nicht fehlen. Ja. Und ich denke mal, so eine Currywurst oder leckere Bratwurst gehört natürlich auch auf den Kirmes, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall, die darf nicht fehlen. Die muss immer dabei sein. Ja, und das Ganze gibt es bei euch im XL-Format. Ist doch richtig, oder? Ja, genau. Was heißt denn das genau? Die Wurst ist länger und schwerer. Sehr, sehr cool. Sieht sehr, sehr lecker aus. Ich denke mal, nachher gönne ich mir auch noch so eine leckere XL-Bratwurst hier bei dir. Und vor allen Dingen, das Coole ist ja bei euch hier, ihr seid ja ganz einfach zu finden. Ihr steht direkt am Eingang hier, ne? Ja. Und das kann man wirklich nicht verpassen hier, euren Stand. Auf gar keinen Fall. Ja, mein Name ist Rainer Hornig, ich komme aus Dortmund. Ich komme schon mein Leben lang zum Vredenbaumplatz, solange ich mich erinnern kann. Ich bin ja 1962 eingeschult worden während der Osterkirmes. Ja, und dann gibt es hier die leckeren Mandeln, Herzen, Schokofrüchte, Popcorn und alles, was das Herz begehrt. Richtig. Und hier sehen wir ja die Mandeln und die sind ja immer wieder ein Klassiker. Wie viele Sorten gibt es da inzwischen? Bei mir gibt es nur zwei verschiedene Sorten, weil der Platz nicht ausreicht für mehrere. Ich mache das klassische und Vanillemandeln. Ne? Ich bin in der vierten Generation, der letzte. Und ja, wie gesagt, meine Töchter sind auch Schaustellerinnen. Mittlerweile sind meine Enkelkinder schon so weit, dass die auch schon fast selbstständig sind. Was zeichnen Ihre Mandeln aus? Das ist eine dünne Zuckerglasur. Das ist die spanische Lagueta. Das ist eigentlich die beste Mandel, die es gibt. Und verkaufe ich, ich bin jetzt 44 Jahre selbstständig und seitdem verkaufe ich die auch. Wir werden ja gerade die leckeren Mandeln hergestellt. Genau. Und Geruchskino gibt es ja leider noch nicht. Soweit sind wir noch nicht im Jahr 2024. Nein, ne? Noch nicht. Aber wie gesagt, das riecht hier richtig, richtig lecker. Und wir stehen also bis zum 7. April hier. Haben wir täglich geöffnet von 14 bis 22 Uhr, beziehungsweise freitags und samstags bis 23 Uhr. Sind natürlich herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Wir würden uns freuen. Ja, liebe Kirmes-Freunde, ich bin hier beim X-Racer. Ja, und das heißt ja nicht Wilde Maus hier, sondern X-Racer und ist auch von anderen Herstellern, nicht von Max, sondern von Maurer und Söhne. Und ist auch richtig, oder? Ja, genau, Maurer und Söhne. Und warum habt ihr eigentlich die Bahn umgestaltet als X-Racer und jetzt nicht als Maus gelassen? Ja, es gibt schon so viele Mäuse auf der Welt, so viele Mausachterbahnen und wir wollten einfach die jüngere Generation ans Boot holen, damit die nicht immer sagen, wir fahren mit der Mausbahn. Ja, und unsere Bahn ist etwas größer, etwas rasanter, etwas schneller, damit die Leute das so assoziieren, damit das ein bisschen rasanter alles ist, das ganze Thema. Jetzt ist mir ja noch was aufgefallen an eurer Achterbahn, und zwar, ihr habt ja wirklich so viele Filme mit integriert, ne? Ja genau, wir haben hier an unserem Plan ein bisschen ein paar Easter Eggs stehen, weil wir große Filmfans sind und wir haben hier Ready Racer One stehen. Vielleicht ist das den ein oder anderen bekannt von einem Film. Ja,
Ja, und eure Achterbahn hat es sogar, glaube ich, nach Perukaville mal geschafft, oder? Ja, genau. Wir waren auf dem Perukaville-Festival und auf dem Hockenheimring. Das hat der Podolski gemacht. Ja, wo geht es in diesem Jahr noch überall hin mit der Achterbahn? Wir sind noch in Kassel, Erbach, Aachen, Moers, Magdeburg. Ja, und dann sind wir schon wieder zu Hause. Wie lange hat das eigentlich gedauert, die Achterbahn so umzuthematisieren? Ah, das ging eigentlich recht schnell. Ich glaube, so ein Jahr waren wir gut dabei und da kommt ja noch einiges dazu. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Ja, aber wenn die euch bei so einem Perukaville-Festival buchen, dann muss das ja auch gut sein, was ihr da habt, ne? Ja, genau. Das ist schon recht gut. Ja, und wir sitzen hier gerade in der Schaltzentrale von Entertainer und du bist die Frau von Seppel, ne? Richtig. Und wie bist du zur Kirmes gekommen? Den Ball mal ein bisschen ins Rollen hier. Geben wir Gas, hab mal Spaß hier. Hey. Ja, tatsächlich durch meinen Mann. Der hat mich in dieses Leben geholt und ich bin sehr begeistert und auch hier geblieben. Was ist das Besondere auf der Kirmes? Diese Lebensfreude. Also einfach, was die Menschen ausstrahlen, wenn die hier mit den Geschäften fahren oder wenn die irgendwas kaufen, worüber die sich freuen und die an den Geschäften spielen, ist es einfach eine unglaubliche Lebensfreude, die ausgestrahlt wird. Was hast du so ursprünglich gelernt oder gemacht? Ich habe vorher im Büro gearbeitet. Ich habe im Key Account und Backoffice gearbeitet und es ist auch anspruchsvoll gewesen, aber das hier ist was ganz anderes. Hier lebt man einfach. Wollte ich auch schon sagen, wir sehen da hier das Steuerpult und da gibt es da jede Menge Knöpfe. Ja. Und zeig das mal, du hast das ja voll im Griff hier. Wie lange hat das gedauert, das zu erlernen? Also tatsächlich habe ich am Anfang mir so einen kleinen Zettel geschrieben. Ich habe bestimmt das erste halbe Jahr, wo ich mir ganz genau aufgeschrieben hatte, was ich drücken muss, was wann welche Aktion erfordert. Und mittlerweile ist es einfach ein Fahrgefühl, was man entwickelt tatsächlich. Also man drückt nicht einfach jetzt nach dem Schreiben die Knöpfe, sondern man muss wirklich gucken, wie sind die Leute drauf, sind kleine Kinder mit drin. Und je nachdem kann man dann entscheiden, wie rasant man die Fahrt gestaltet. So, Freunde, da geht noch was, da dreht noch was hier. Yippie, yippie, yeah! Oh, baby! Ja, und zum Fahren gehört ja auch noch das Rekommandieren. Ja. Und da musstest du dann auch immer erstmal was üben, oder? Ja, also am Anfang war ich ein bisschen schüchtern. Es war auch ein bisschen schwierig, das alles zeitgleich zu machen. Und jetzt geht's einfach von der Hand weg. Ja. Dann gib mal Gas, hören wir uns das Ganze mal an. So, was ist klar, Freunde? Eine geht noch, eine dreht noch. Ihr habt, wir machen das noch mal. Jetzt nochmal Schwung auf die Kiste. Let's go! Yo! Ja, jetzt glaube ich, weiß ich auch, warum der Seppel dich genommen hat. Darf ich das sagen? Ja, klar. Alles gut. Der Seppel ist ein bisschen angeschlagen. Ich übrigens inzwischen auch. Meine Stimme, die streikt manchmal auch schon so ein bisschen. So, Freunde, back to the base. Kurzer Break. Wir machen eine ganz kurze Gesichtskontrolle. Da sieht alles noch ganz fresh aus. Wir ballern ins Finale. Hopp, die allerletzte. Jetzt. Was hat er denn so erkältungsmäßig? Oder? Ja, mein Mann ist erkältet und deswegen ruht er sich noch ein bisschen aus, bevor es dann abends zur Sache geht. Ja, das ist ja sehr vernünftig und vor allen Dingen hat er auch eine gute Vertretung, weil du hast das ja richtig drauf. Ich hoffe doch. Also er schenkt mir tatsächlich das Vertrauen und mein Schwiegervater auch. Und Schluss und aus und also mein Mann und mein Schwiegervater, die schenken mir da das Vertrauen. Die haben mich da auch sehr gut gebrieft, dass das alles funktioniert und wenn es dann zur Sache geht und ich sage, dass ich Unterstützung brauche, sind die auch jederzeit greifbar für mich. Ihr kommt auch aus Chemnitz, ne? Genau. Und das ist praktisch Ostdeutschland und wie weit ist das von hier? Circa 500 Kilometer, nicht ganz 150, glaube ich, ja. Das ist ja schon eine ganz schöne Strecke, ne? Ja, aber mit so einem großen Karussell kann man auch mal ein paar Meter fahren, sonst steht es sich nur kaputt. Ja, und der Entertainer, der ist ja richtig bekannt inzwischen. Ihr seid ja sogar ab und zu mal in den Niederlanden jetzt auf Tour, ne? Richtig, wir sind dieses Jahr auch wieder in den Niederlanden. Mhm. Wir sind in Tilburg und in Eindhoven sind wir zugange. Und dann haben wir noch zwei andere Plätze, aber die möchte ich jetzt noch nicht spoilern. Ja, und ihr habt ein sehr schönes Geschäft. Vor allen Dingen werden sich die Dortmunder freuen. Ihr habt ja auch den BVB hinten mit drauf, ne? Richtig, bei uns ist es ja tatsächlich auch so, dass BVB und Bayern-Fans zusammen am Frühstückstisch sitzen. Das haben wir schon mal bei uns im Video aufgegriffen. Mein Mann ist BVB-Fan und mein Schwiegervater ist Bayern-Fan. Voll coole Sache. Vor allen Dingen ist das ja sehr schön gestaltet. Wer war denn da beteiligt? Essa hat das gemacht. Die haben das alles mit Airbrush gemacht. Und ich finde, die haben ganz tolle Arbeit geleistet, die Jungs. Auf jeden Fall. Und das Geschäft sieht ja aus wie, sag mal, wie geleckt, ne? Da stimmt ja alles. Das ist poliert auf Hochglanz und alles gepflegt ohne Ende.
Und ich glaube, der Seppel ist ja auch so ein Perfektionist, oder? Richtig. Also mein Mann macht immer sehr, sehr vieles, dass es wirklich optimal und auf dem neuesten Stand ist. So, jetzt noch abschließend die Frage. Könntest du dir in Zukunft irgendwas anderes vorstellen als Arbeit, oder? Nein. Ist das jetzt das, wo du sagen würdest, das ist das, was ich jetzt bis zum Ende des Lebens machen möchte? Ja, ich bin angekommen. Also ich liebe mein Leben so, wie es ist und bin da total happy mit. Und das ist ja nicht nur eine Arbeit, sondern das ist ein Leben. Ne? Wir haben hier komplett unsere Familie mit am Start und das ist einfach ein unglaublich schönes Leben. Ja, und ihr habt inzwischen auch Nachwuchs, ne? Ja, richtig, unseren kleinen Elvis, unser kleiner Junge. Ja, dann vielen Dank für das nette Interview. Sehr gerne. Und hat mich gefreut und vor allen Dingen war das sehr interessant und... Dann hoffen wir, dass zahlreich die Leute hier erscheinen. Ne? Da bin ich mir ganz sicher. Also Dortmund ist eigentlich ein ganz tolles Publikum. Denn Entertainment gibt es ja hier genug und vor allem gibt es nur einen Entertainer und der ist original und steht hier, oder? Genau so sieht's aus. Für das Entertainment sind wir hier zuständig. Habe ich das jetzt gut gesagt? Hast du sehr gut gesagt. Alles klar. Ja, liebe Kirmes- und Freizeitparkfreunde, neben mir sitzt Rudi Isken Junior vom Schaustellerverband Dortmund. Und ihr habt ja praktisch Heimspiel hier, oder? Ja, es ist, ist Heimspiel. Ich wohne 10 Minuten von hier und ja, es ist unser erster großer Platz dieser Saison und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht dieses Jahr. Ja, und ihr habt einen Scooter und ein Kindersportkarussell, ne? Genau, richtig. Das steht direkt nebenan und damit reisen wir in unserer Hauptsaison, in der Sommersaison und im Winter haben wir noch einen Ausschank, einen Glühweinstand und einen Imbiss. So, jetzt zu eurem Scooter. Deshalb bin ich ja auch hier. Das ist ein alter Max-Scooter und ist schon was Besonderes, weil inzwischen gibt es ja viele neue Scooter von Bertasson und Adesco und so weiter. Aber ihr habt noch einen klassischen alten Max-Scooter und da ist ja noch richtig Manpower gefragt beim Aufbau, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich sag mal, nicht mehr so wie früher, wie es in den 70ern war, wo dann auch in der Front jedes Einzelteil getragen werden musste und wie es auch manche Kollegen immer noch haben. Ist es mittlerweile was Einfaches geworden. Wir haben auch einen neuen Unterbau, den wir jetzt mittlerweile alles krambar haben. Dadurch ist die Arbeit deutlich einfacher. Trotz alledem ist es kein Vergleich zu den, ich sag mal, modernen neuen Scooter, die natürlich alle ein bisschen kleiner sind, kleiner wirken und dementsprechend aber auch leichter aufzubauen sind, die nicht so auf Mitarbeiter angewiesen sind, wobei es natürlich trotzdem sind. Bei uns ist das noch ein bisschen härtere Arbeit, aber... Ich will auf keinen Fall einem Kollegen zu nahe treten. Alle Scooter sind Arbeit, wenn man sie richtig macht. Und es gibt keinen Scooter, der sich einfach so aufklappt. Denkst du, da gibt es einen Qualitätsunterschied zu den Adesco oder Bertasson Scootern? Jetzt die Firma Mack, die hat ja auch einen Namen, die haben auch den Europapark. Und die bauen ja sehr, sehr viele Teile, sehr, sehr viele Fahrgeschäfte und so weiter. Und früher waren sie ja auch im Fahrzeugbau, glaube ich, tätig. Ne? Und daher kommt übrigens auch dieses Slogan, unsere Welt ist unser Feld, ne? Das ist doch von Mack, oder? Richtig, das ist von Mack. Also wenn man da durch den Freizeitpark durchläuft, durch den Europapark, da war ich letztes Jahr noch, da sind vereinzelt, sieht man noch diese Anekdoten über die Schaustellerzeit, über die alten Mack-Wohnwagen, über dieses alte Logo mit dem Wohnwagen auf der Erdkugel, das ist, das kommt von Mack. Das haben wir damals dann quasi übernommen. Und ja, wie du es schon sagst, mit dem Qualitätsunterschied bei den Autoscootern, also ich sag mal, jede Firma hat da seine Spezialitäten, was da besser ist und was da schlechter ist. Mack ist ganz einfach, ist halt dadurch, dass seine Alte hat, ist alles ziemlich schwer, ist alles viel Eisen verbaut, aber dadurch halt auch langlebiger und vieles, was man dann halt, ich sag mal, gut reparieren kann, weil es halt massiver ist. Wird für euch als Schaustellerfamilie so ein Bertasson-Scooter, weil er halt schneller aufgebaut ist, auch in Frage kommen oder sagt ihr da klar, nee, wir wollen bei Mack bleiben? Also Stand jetzt ganz klar bei Mack, weil einfach wir der Meinung sind, gerade auf den großen Veranstaltungen wie jetzt Soest, Krange, bei uns jetzt auch in der Gegend hier Bocholt oder auf anderen Großveranstaltungen, ich habe jetzt mal unsere aufgezählt, ist nun mal die Konkurrenz auch groß. Und da geht ganz klar Optik vor Handhabung. Natürlich gibt es auch Veranstaltungen, wo man sagt, ich spiele jetzt hier Dienstag auf Donnerstag und muss da jetzt hier ganz schön umsetzen. Ich meine, bis jetzt haben wir das immer geschafft, aber jeder Kollege weiß, dass die Personalsituation eher schlechter als besser wird. Und natürlich macht man sich seine Gedanken da, trotz alledem werde ich Stand jetzt erstmal beim Max-Scooter bleiben. Wie lange braucht er da so fürs Umsetzen?
Das ist eine Frage nach, wie schnell will man machen, wie eilig hat man es. Grundsätzlich ist es, bauen wir in der Nacht ab, fahren am nächsten Morgen oder fahren in der Nacht noch was rüber. Und normalerweise ist es dann von Dienstag bis Freitag, geht das, ist das ohne Probleme zu schaffen. Also es ist ja schon ein bisschen länger von der Zeit her, ne? Ja, ich sag mal, wir können das, wenn man jetzt alle Mittel ausschöpft, geht das auch von mit nur einem Tag Pause dazwischen. Aber dann bleibt auch einiges auf der Strecke und das ist wirklich, das kann man einmal machen, aber beim nächsten Mal muss halt einiges wieder aufgeholt werden, was dann liegen geblieben ist. Dann ist irgendwas vermackt worden oder sonstiges, weil man sich halt dann so beeilt hat und keine Zeit hatte, auf alles möglich zu achten. Das kann schon mal auf der Strecke bleiben, aber grundsätzlich brauchen wir 2-3 Tage, sind das schon, braucht man dann. Gut, seid ihr so mit eurem Scooter auf Tour? Mehr hier im Dortmunder Umkreis oder auch deutschlandweit? Na, wir sind mehr im Dortmunder Umkreis. Man könnte quasi die Linie ziehen, einmal von Bocholt, für uns im hohen Norden, bis runter nach Winterberg. Und wenn man die Linie einmal runterzieht, ist das so unsere Saison, unsere Strecke. In der wievielten Generation bist du jetzt? Den Autoscooter hat mein Urgroßvater damals erstmal gehabt, der August. Und aber Kirmes haben wir schon weit vorher gemacht. Das weiß ich gar nicht genau, wie viele Generationen ich bin. Ich weiß nur, in vierter Generation Autoscooter. So, jetzt habt ihr ja praktisch Heimspiel hier. Fredolino, so heißt das hier. Und was bedeutet das für dich? Also es ist für mich jedes Jahr der Startschuss in die Saison, in eine hoffentlich erfolgreiche Saison. Und für mich ist natürlich immer schön zu sehen, dass wenn hier zu Hause die Saison losgeht und hoffentlich erfolgreich losgeht, dass die Leute wieder in Stimmung sind, auf die Kirmes zu gehen. Und das Gute für mich ist halt, weil es hier zu Hause ist, sollte irgendwas noch nicht passen oder irgendwas noch gemacht werden, habe ich kurze Wege nach Hause, um noch was nachzubessern, was zu holen, was zu machen. Weil meine ganzen Lieferanten, meine Werkstätten sind alle hier in der Umgebung. Hier habe ich noch die Möglichkeiten. So, es geht das Ganze ja hier vom 23.03., also heute, bis zum 7.04.2024. Und es ist ja jede Menge Regen angesagt. Macht sich das so ein bisschen bemerkbar? Oder denkst du, dass die Leute trotzdem kommen? Weil auf der Kirmes, habe ich eben auch schon den Patrick Ahrens gesagt, gibt es auch viele überdachte Geschäfte, wie zum Beispiel dein Scooter oder Musikexpress oder die Geisterbahn und so weiter. Das heißt, hier gibt es eigentlich genug Möglichkeiten, sich unterzustellen. Ne? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Natürlich beim Regen bleiben viele auch erstmal zu Hause. Da bringt dir ein Dach auch nur die erste halbe Stunde was, wenn es regnet, weil irgendwann gehen die Leute. Ja. Trotz alledem haben wir die Erfahrung gemacht, dass Dortmunder Kirmespublikum hartgesottene Leute sind, die bei Wind und Wetter rauskommen. Also wir hatten auch schon minus 10 Grad und Schnee und Leute, trotzdem waren Leute da. Natürlich deutlich weniger als sonst. Aber auch so eine Wetterprognose ändert sich ja stetig. Und jetzt gerade sehe ich auch schon wieder die ersten Sonnenstrahlen draußen. Also ich hoffe, es wird noch ein bisschen besser. Aber im Endeffekt, im Wetter steckt man nicht drin, da können wir nichts machen. Wir können nur unser Bestes geben. Wir sind auch hier 2 Wochen. Ich freue mich auf euch. Wir warten auf euch und wir erwarten euch. Und ich würde mich freuen, euch hier bei mir in der Kasse begrüßen zu dürfen. Eine letzte Frage. Wie gesagt, ich bin eine Quatschelstrippe. Machst du das mit Herzblut? Ohne geht's nicht. Also ich glaube, jeder, der so ein Fahrgeschäft betreibt und jedem, dem das Spaß macht, der muss so ein bisschen verrückt sein. Weil da gibt es auf jeden Fall einige Momente, die kann man Leuten nur erklären. Und die werden es auch nur verstehen, wenn sie selber ein Fahrgeschäft betreiben. Das sind dann zum Beispiel das nachts im Regen abbauen bis 6 Uhr morgens und dann in die Zugmaschine steigen und trotzdem lächeln, obwohl man dann bis auf die Unterhose klatschnass ist. Das sind so Sachen, da muss man so ein bisschen geil drauf sein, ein bisschen verrückt für sein. Aber das bin ich auch sehr gerne und dadurch mache ich das auch alles sehr, sehr gerne und mit vollem Herzblut. Ich ziehe mal 3 Punkte auf. Würdest du deinen Job auch als Hobby bezeichnen oder als Berufung? Oder, was kann man da noch nehmen? Also, Hobby trifft sehr gut. Zum Beispiel gestern habe ich mich nach Feierabend nochmal 6 Stunden hier reingesetzt und habe mit meinem Licht rumgespielt, weil ich noch ein bisschen was programmieren wollte. Hobby ist es auf jeden Fall. Dann ist es auf jeden Fall Berufung, weil für mich das höchste Gut im Grunde ist, dass der Scooter dann pünktlich offen ist und pünktlich alles läuft und alles funktioniert. Das ist mir unheimlich wichtig. Aber es ist auch ganz klar Leidenschaft. Es hat viel mit dem Familiären zu tun. Das ist
das Leben gestaltet sich halt darum. Das ist alles. Es hat natürlich auch viel damit zu tun, hier reingeboren zu sein, dass man es von der Pike auf lernen und eigentlich auch nie groß anders gekannt hat. Einmal damit. Und wenn man natürlich auch die Vorzüge des Schaustellerlebens sieht, gibt es natürlich auch viele Sachen, die es in der normalen Arbeitsbranche nicht gibt. Sind das dann die Arbeitszeiten? Natürlich könnte es mal lang sein, aber da hast du auch schon mal 2 Wochen, wo du theoretisch gar nicht arbeiten müsstest. Oder hast du den Winter, wo du dann quasi von Urlaub zu Urlaub fliegst, weil du natürlich auch nur da Zeit hast, aber halt die ganze Saison darauf gespart hast, um das machen zu können. Und genauso wie jeder Beruf seine Vor- und Nachzüge hat, hat ja auch der Schauspielberuf seine Vor- und Nachteile. Und wenn man halt hier groß geworden ist, sieht man die Vorteile viel mehr und die Nachteile sind dann halt hinten rüber. Ist das eigentlich richtig, dass die Schausteller ja gar nicht dazu gezwungen werden, irgendwie den Beruf auszuüben, sondern dass die alle selbst entscheiden können und dass sie aber trotzdem, obwohl sie die Option haben, irgendwie einen stinknormalen Job nachzugehen, sich zu 99,9% dann doch für das Schaustellerleben entscheiden? Ja, die Entscheidung hatte ich auch. Also mir wurde das nicht abgenommen. Ich durfte selber entscheiden, ob ich Schausteller werden möchte oder Anwalt, Pilot, was weiß ich was. Aber ich habe mich dann ganz bewusst zum Schausteller-Dasein entschieden, weil ich das Leben einfach hier auf der Kirmes unheimlich schätze, unheimlich mag, die Leute hier liebe und es mir einfach unheimlich Spaß macht, den Leuten Freude zu bereiten. Dadurch gab es mich nie eine ernsthafte Überlegung, was anderes zu machen. Natürlich macht man sich seine Gedanken, gerade als Jugendlicher, aber am Ende des Tages sind wir Schausteller und werden als das geboren und es gibt immer die Ausnahmen, die dann sagen, ich möchte was anderes machen, was auch in manchen Fällen tatsächlich richtig ist. Aber der Großteil hat die freie Entscheidung, aber entscheidet sich am Ende dann doch wieder für Schausteller da sein. Ist das eigentlich bei den Damen auch so? Ja. Das zieht sich so durch bei Jungen oder Mädchen, dass wenn du hier groß wirst, hast du eine gewisse Identität, die du mitbringst in diesem Beruf und verbindest diesen Beruf auch sehr mit Freiheit. Und wenn du mal in anderen Berufen gearbeitet hast, merkst du, dass auch immer die Freiheit nicht mehr da ist. Und dann willst du auch sehr schnell wieder zurück in diesen Beruf. Was mich noch interessieren würde, ist und zwar, wie findest du das, dass es Kirmesreporter gibt, so wie mich, und überhaupt so Leute, die dich dafür interessieren und dann die Schausteller löchern mit ihren Fragen? Das gibt mir Bestätigung, dass ich den Beruf, den ich mache, immer noch interessant ist, immer noch auch von Leuten, die außerhalb der Branche als interessant empfunden wird, was für mich auch dann eine Bestätigung ist, dass es gar nicht so falsch sein kann, was wir machen. Und ich sag mal, wenn desto mehr solcher Leute es gibt wie dich, Leute, die Kirmes-Fans sind, desto mehr merke ich, okay, wir haben hier ein Produkt, was bei den Leuten sehr gut ankommt. Und genauso wie ein guter Fußballfan, der seine Fans gut verarbeitet, mehr Fans kriegt, genauso ist es bei der Kirmes ja eigentlich auch. Desto besser man was macht, desto besseres, desto tolleres Geschäft man hat, desto mehr Leute sind da auch Fans von und mögen das und folgen denen auf Instagram oder auf Facebook, was weiß ich was. Genauso ist das hier. Desto mehr Leute das interessiert, desto mehr hat man das Gefühl, man macht was richtig. So, ihr seid ja auch Menschen und ihr habt ja auch Stress und viel Stress, vor allen Dingen beim Aufbau und so weiter. Und wo sollte man euch am besten nicht ansprechen oder wann sollte man euch am besten nicht ansprechen? Beim Abbauen. Beim Abbauen und am Fahrtag bloß nicht im Weg stehen. Immer gucken, dass man, wenn man mit dem Auto da parkt, gerade als Gast, nicht irgendwo stehen, wo dann keiner mehr durchkommt. Ganz wichtig. Und also Abbau und Fahrtag, das sind nur die beiden Momente, wo ich am angespanntesten bin, weil ich dann auch weitermachen will und Züge machen will, damit ich A ins Bett komme und B auf den nächsten Platz komme. Das sind so die beiden Momente, wo ich am angespanntesten bin und wo besser keiner dazwischen gerätscht. Das ist ja vielleicht auch mal gut, dass manche Kirmes-Fans das Verständnis bekommen haben, dass ihr das gar nicht teilweise böse meint, sondern einfach unter Stress dann steht, ne, oder? Richtig, das ist für uns ist dann, für den normalen Gast, der dann, ich sag mal, wir machen hier Sonntag zu und der Sonntag letzte Fahrt machen möchte, für den ist das nochmal witzig. Aber wir sind halt schon im Kopf dann 10 Schritte weiter und sind quasi schon am Einklappen. Und dann ist auch mal etwas, was diesen Weg behindert. Und dann ist das auch absolut gar nicht böse gemeint, an gar keinen. Aber man kommt da halt dann in eine Hektik, weil auf einmal dann mit rumgestanden, dann läuft etwas nicht so, wie man das meint. Und hier hat man halt eine ganz andere Verantwortung. Wenn man weiß, ich baue jetzt hier, ich meine, hier ist jetzt entspannt,
bauen Sonntag ab und machen den Freitag immer anders auf. Aber wir haben natürlich auch Veranstaltungen, haben wir Dienstag da auf, machen den Donnerstag woanders wieder auf. Und da hast du natürlich schon eine gewisse Eile. Und wenn da auf einmal dann so simple Sachen, wie halt so eine letzte Fahrt, wo dann nochmal, ach, können wir nicht nochmal, und hält dann auf. Und das kostet dann Zeit und das nervt einen dann, unabhängig von der Person. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten und das nette Interview. Und jetzt heißt es mal wieder, Fredolino ist am Start, ne? Kirmes in Dortmund 2024 geht noch bis zum 7.4. Und gibt es jede Menge spezielle Tage noch, hier zum Beispiel den Familientag, dann gibt es noch, ich glaube, so einen Superheldentag und einen Prinzessinnentag, zwei Feuerwerke, also hier ist richtig was geboten und es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal herzukommen. Was meinst du? Ja, also es gibt natürlich den Familientag und es gibt unseren Superheldentag und unseren Prinzessinnentag, das hast du gerade schon sehr richtig gesagt, aber hier in Dortmund ist auf jeden Fall jeden Tag was los und jeden Tag bietet sich hier Möglichkeiten, einen unvorstellbar schönen Tag zu erleben. Deshalb kommt gerne vorbei um jegliche Tag- und Nachtzeit. Wir haben in der Woche bis 22 Uhr auf und am Wochenende bis 23 Uhr. Kommt gerne vorbei und wir erwarten euch. Ja, und das Ganze kostet 1 € Eintritt. Und der Eintritt ist eigentlich dafür da, um hier die Extras zu decken, zum Beispiel Feuerwerk und Prinzessinnentag und was da alles so geboten wird. Und ich sag immer, wenn ich unterwegs, wenn der Kirmes Markus unterwegs ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und reist von Bahnhof zu Bahnhof, dann ist er schon mindestens an jedem Bahnhof 1 € für Sanicare weg. Und das summiert sich, dann bezahle ich auch gerne den 1 € Eintritt hier für den Fredolino. Ich kann euch sagen, an dem 1 € verdienen wir nichts. Der 1 € ist tatsächlich dafür da, dass der Eingang schön ist. Dass wir haben ja unser Kassenpersonal, dass das bezahlt wird, dass das ganze Ding hier eingezäunt ist, dass wir hier eine gewisse Sicherheit gewährleisten können, dass jederzeit Ansprechpartner für euch da sind und der Park hier, wenn ihr mal hier seid, dann werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass der Park sehr aufgeräumt, sehr sauber ist und sehr schön dekoriert ist mit einigen Palmen, Blumen etc. Und dadurch, die bezahlen wir durch den 1 €. Und wie der Markus gerade schon gesagt hat, der 1 € tut dem Einzelnen nicht weh, aber wenn jeder davon 1 € zahlt, können wir eine ganze Menge tolle Sachen bewirken. Und da verdient am Ende jeder dadurch zurück, dass am Ende einfach ein wirklich runder, schöner Tag war.